bells, jingle bells, jingle all the way. Kompan 45, ich drehe mal das Störtebecker nochmal nach vorne. Kompan 45 haben wir heute und man kann es schon von der Farbe her sehen, tendenziell eher so Richtung Stout, wenn man dann mal die Nasigkeit bewertet. Also wenn ich es blind verkostet hätte, hätte ich gedacht, das ist irgendein leichtes IPA, einfach gehopft oder sowas irgendwas. Wenn wir es jetzt probieren dann aber tatsächlich. Ist es wieder mehr Richtung Stout? Also, wie kommt es bei dir an, Max? Du hast gerade gesagt, es ist jedes Mal so eine kleine Überraschungstüte bei dir. Es ist eine riesen Überraschungstüte. Ich habe mir davon 12 Stück bestellt. Hm. Hab's jetzt, glaube ich, 6, 7, 8 Mal getrunken. Ja, warte mal, jetzt hast du nur eins mitgebracht? Das ist aber, ne? Naja, wir haben ja noch eins da. Ah, okay. Und aber je nachdem, bei welcher Temperatur du das trinkst, kommt das eine oder das andere mehr raus. Wir haben es jetzt relativ warm, also ich würde so, auf 8 bis 10 Grad schätzen von der Trinktemperatur. Boah, mehr. Vielleicht sogar. Nee, also ich denke, ja, sagen wir um die 10. Aber da kommt auf jeden Fall das Stoutige mehr raus. Wenn du es sehr kalt trinkst, dann kommt wirklich dieser IPA-Geschmack sehr, sehr massiv raus. Ich habe einmal bis jetzt geschafft, die perfekte Trinktemperatur für mich zu erwischen. Und dann hast du wirklich so einen Wahnsinnsbogen, so einen Wahnsinnswechsel da drin. IPA-Hopfen am Anfang, stoutiger Malzkörper und dann diese Frucht vom IPA wieder hinten raus. Also wenn du das hinkriegst, dann ist das Bier eine Wucht, aber es ist auch trotz alledem auch bei anderen Temperaturen sehr, sehr spannend, finde ich. Punkte, Dennis. Fertig, was hältst du davon, wenn du mal zuerst gibst? Du hast noch gar nichts zum Bier gesagt. Weil ich auch nicht viel anderes sagen kann. Wir haben ja eben schon mal kurz die Nase reingehalten und genau dieses Thema auch gehabt, dass das Bier relativ vielleicht ein bisschen zu warm ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, das, was Markus gesagt hat, ist jetzt gar nicht mal so falsch. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Der erste Schluck... Der Antrunk ist schon, der geht schon in die richtige Richtung. Aber dann gibt es einen extremen Turn Richtung... Also was ich festgestellt habe, man kann das beeinflussen, wenn man den beim Schluck sehr viel Luft noch mit einzieht. Dann kommt am Ende nochmal... gut hoffen. Nee, am Ende so. Und dann mit so einem... Ja, da merkst du schon den Hopfen, richtig. Ja. Ich fange aber gerne mal an. Ja, deshalb habe ich dich gefragt. ist sowas ähnliches wie der ein oder andere, wir haben jetzt den schönen, lauschigen Dezember, wird sich vielleicht damit befasst haben, mit der Reifenwahl fürs Auto. Es gibt Sommerreifen, es gibt Winterreifen, es gibt Ganzjahresreifen. Das Gute an Ganzjahresreifen ist, man kann sie das ganze Jahr fahren. Das Schlechte ist, sind weder im Sommer das Richtige noch im Winter. Ich würde fast sagen, das Kompan ist der Ganzjahresreifen der Biere. Es ist kein richtiges Stout, es ist aber auch kein richtiges IPA. Es ist ein Zwitter, der bei richtiger Temperatur sehr, sehr spannend schmeckt. Aber, ne, dann der Kontrapunkt, weder das eine richtig noch das andere zu 100% erfüllt. Also durchaus spannend und deswegen auch in meiner Kategorie auf jeden Fall in der Premium-Sektion angegliedert mit 16 Punkten. 16 Points, ich gebe 16,5, um das hier mal direkt vorwegzunehmen. Markus, dein Glas ist immer noch nicht leer. Wundert mich eigentlich ein bisschen. Macht ja gar nichts. Nein, also wie gesagt, ich habe es einmal so perfekt irgendwie hingekriegt. Das weiß ich nicht, ob ich das nochmal schaffe. Dann sind es 19. Aber dadurch, dass ich jetzt mehrmals auch schon getrunken habe, gebe auch ich hier am Ende nur 17,5. Na guck, das ist doch völlig in Ordnung. Wieder ein erstklassiges Bier, was wir heute verköstigen oder was wir in unserem Adventskalender verköstigen diese Woche, dieses was Monat. Was ist noch wichtig, Ferdi? Was folgt jetzt noch? Ich glaube, es gibt noch eine Frage, oder? Jetzt gibt es noch die Frage. Kann das jetzt sein? Einsenden, mitmachen, Chance multiplizieren und einen Preis absagen. Ein Knaller wird das. Und ich muss dann, vielleicht sogar unsere Männerarmbläserin. Also, die müssten wir, glaube ich, persönlich fragen. Ich werde morgen erstmal bei der Tankstelle meines Vertrauens anrufen und sagen, Mensch, wir haben ganz vergessen, die Winterreifen draufzuziehen. Dennis, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ja, hier kommt die Frage.
We don't want her to be say, or we'll get me go.